Hi, willkommen zu einem neuen Part Final Fantasy VII. Wir sind hier im großen Gletscher und ja, nachdem wir uns letzten Part mit dem Snowboard hier auf die Fresse gepackt haben, und bevor wir den durchqueren, suchen wir die Materia Alexander. Die ist noch. Das ist mir noch relativ wichtig. Und ja, ich habe keine Ahnung mehr, wie das geht. Also kann das lustig werden. Man muss so eine Art Zwischenboss, glaube ich, besiegen dafür und man muss vorher bei der heißen Quelle irgendwie landen, damit das funktioniert. Jedenfalls habe ich da sowas im Kopf. Jetzt muss ich das nur noch finden, weil das hier ist ein ziemlicher Irrgarten. Weil man sieht es hier schon. Da oben ist zwar ein Haken, aber der hat nichts mit der eigenen Position zu tun, sondern da muss man anscheinend hin. Wir sind jetzt quasi in diesem Waldstück unter über den Schild. Und ja, ich hätte es geil gefunden, wenn auf der Karte markiert wird, wo man ist. So, ich gehe jetzt erstmal hier nach links. So, und hier kann ich komischerweise die Karte nicht aufrufen. Das sieht gar nicht verkehrt aus. Da sind wir da. Gut. Kann ich jetzt hier was machen? Mit der Quelle irgendwie interagieren? Oder musste ich das an einem anderen Ort machen? Ich weiß es halt nicht mehr. Es ist peinlich dafür, dass man Final Fantasy VII früher so oft gespielt habe, aber in letzter Zeit ist das eher in Vergessenheit geraten. Damals, als das Spiel rauskam, habe ich das rauf und runter gespielt. Nichts anderes. Oh, jetzt sehen wir mal Todesgigas. Ich glaube, den haben wir noch nicht gesehen. Hier. Schon als Preis gewinnt der gute Vincent nicht, aber er wird super, super stark. Sieht man schon an den HP. 4,5 hat er dann. Beziehungsweise, wenn wir jetzt Level weiter aufsteigen, kriegt er natürlich mehr. Aber wie in der anderen Form, keine Kontrolle mehr über den Charakter. So, kann ich hier irgendwie an der Quelle interagieren? Man muss dann nämlich irgendwie was machen. Das habe ich noch im Kopf. Okay. Gehen wir erstmal oben weiter. Aber jetzt habe ich wenigstens einen Orientierungspunkt, wo ich bin. Vielleicht muss ich auch zu der anderen Brücke da einfach. Ich gehe mal jetzt einfach weiter nach rechts. Wir müssen uns natürlich beeilen, weil irgendwann, wenn wir hier eine gewisse Zeit verbringen, kippt Cloud um, weil ihm zu kalt ist. Deswegen sollten wir Alexander uns schnell holen, bevor Cloud umkippt. Extra MP, sehr schön. Kann ich hier mit der Quelle interagieren? Ach Mann, ey! Was sollen diese scheiß Zufallskämpfe die ganze Zeit? Die lenken mich von meinem eigentlichen Ziel ab. Warum ist die jetzt so oft dran? Oder ist das ein Konterangriff? Könnte gut sein, ne? Okay, cool. Wir haben mit Cloud Ausrüstung, die uns davor schützt. Warum kontert die Cloud nicht? Alle, die anderen beiden kontert sie. Warum? Oder war es einfach nur Zufall?
bin überfragt, wenn ich ehrlich bin. Naja. Ich will doch nur... Kann ich hier... Ne, ich kann wahrscheinlich einfach nur geradeaus gehen. Hoffe ich jedenfalls. Oh lol, das ist jetzt super, super random hier. Kann ich eine Karte aufrufen? Soll das jetzt da oben links dieser Ort sein? Weil dann muss ich nach rechts. Machen wir auch. Ich glaube ja. Wenn ich in diesem Part Alexander nicht finde, kacke ich auf den. Ist wieso nicht notwendig, aber... Ich hätte gern alle... Also alle Materie werde ich sowieso nicht sammeln, aber ich hätte gerne alle Aufrufe eingesammelt. Alexander ist ja schon eine etwas ikonische Bestie, die relativ in vielen Spielen vorkommt. In Final Fantasy 9 zum Beispiel hat sie einen dicken Auftritt gehabt. So, da ist dieser Baumstamm. Gut. Den muss ich auf jeden Fall überqueren. Okay, hier waren die Entwickler etwas ideenlos. Da haben sie mehrmals das gleiche abgeklatscht. Ja, okay. Da ist der Baum. Wir sollten runtergehen. Ich glaube, das war falsch. So. Oh ne. Zufallsgegner, die sich heilen können. Das könnte meine Geduld auf eine harte Probe stellen. Ah, die halten nicht viel aus, gut. Können auch kontern, okay. Aber wir sammeln viele AP. So, dann gehen wir mal hier lang. So, hier haben wir jetzt... Da war ich doch letztes Mal! Also im letzten Part. Damit kann ich doch bestimmt wieder nicht interagieren. Donnerwetter, draußen tut ganz schön der Wind blasen. Ich hoffe, man hört es nicht. Nächstes Level up für Dings. Ja, hier war ich letztes Mal. Geh nochmal rüber, auch wenn das eigentlich keinen Sinn hat. Ich habe schon verkackt, habe ich den Eindruck. Ja, ich gehe mal einfach in die Höhle rein. Ich habe zwar die Quelle nicht in die Quelle reingegriffen.
Nirgendwo? Ja, deswegen ist hier auch nichts. Ich habe keinen Bock ins Internet zu gucken, wie das geht. Wo ist fucking Alexander? Oh, stell meine Geduld doch nicht auf die Probe! Aber ich muss doch hier eigentlich richtig sein. Also da, wo ich ganz am Anfang ist, muss er eigentlich... Ich mache mal Zufallskämpfe geradeaus. Mann, ey. Weil ich will Alexander heute noch bekommen. Es muss eigentlich ein Event getriggert werden, also eine Cutscene. Ja, jetzt haben wir es soweit. Ich bin zusammengeklappt. Toll. Okay. Nein. Okay. Ja, alles klar. Ja, okay. Das ist quasi jetzt nötig, dass das passiert. Oder man findet sein Dorf ohne umzuklappen. Sein Dorf, sein Haus, meine ich. Aber... Es geht mir ein bisschen auf den Strich, dass ich Alexander noch nicht gefunden habe. So. Ja, die anderen frieren sich zu Tode. What? Barrett, hast du gerade gesagt, Shinra ist gar nicht so übel? Ja. Ja, die Kälte verdrehten schon den Kopf. So.
Kann ich Karte hier aufrufen? Nein. Man muss nach oben, um weiterzukommen. Oh, ne. So, zack, zack, zack. Das ist dazu da, dass man sich nicht verläuft halt. Karte kann ich nicht aufrufen. So, das ist es nämlich. Der Wind dreht sich. Ich meine die Karte. Und man läuft dann nicht mehr in die richtige Richtung. Nettes Gimmick, aber wir kommen hier hoffentlich noch raus. So. Ich hoffe, wir kommen bald in einen Bereich. Komm, wir machen dreifache Geschwindigkeit. Das geht mir auf den Sack nämlich. Warum kann ich hier nicht die Karte aufrufen? Ah! Ich war falsch die ganze Zeit. Hier bin ich jetzt richtig. So. Jetzt muss ich überlegen, wie ich weiter vorgehe. Um genau zu sein, ich gucke es mir nach, bevor ich hier jetzt weiter umherre. Okay. Ich muss jetzt quasi zurückgehen. Und nach Osten. Also ich musste, glaube ich, zusammenbrechen, damit das passiert, weil vorher konnte ich noch keine Flaggen aufstellen. So, wir müssen jetzt einfach nach Osten. Ja, Moment. Nochmal wieder dreifache Geschwindigkeit. Dann lande ich doch wieder hier. Ich gehe erstmal ein bisschen nach oben. Wait, wait, wait! Was ist das denn da? Materie alle. Schade. So, jetzt gehe ich nach Osten. Ich bin doch schon wieder falsch! Wo bin ich jetzt? Ja gut, jetzt bin ich woanders. So, ich muss kurz gucken, wo Alexander liegt. Okay, ich muss eine Höhle finden. Die Höhle da unten rechts ist bestimmt gemeint. Das heißt, ich muss ziemlich nach oben. Oh, ich bin da! Ich bin da! Ja, 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 das ist die Hexe! Das ist der Zwischenboss. Okay, okay, okay. Lol. Hat die mehr drauf, als die, die wir schon mal im Zufallskampf getroffen haben? Sehen wir ja jetzt. Ich komme wieso relativ schnell in... Oh, okay. Klaut mich. Aber ich wollte gerade sagen, ich komme relativ schnell in Limit. Mit allen drei. Dann sollte die kein Problem sein. Vincent hat jetzt schon ein Limit. Dann kann er so mal ein bisschen mehr von seiner Form zeigen. Und was sie so drauf hat. Zit hat auch Limit.
Cloud wird den nicht erreichen, weil er immun gegen Eis ist. Gigaslam! Bam! Lol, das war einfach. Ich habe jetzt mit einem Zwischenboss oder so gerechnet. War anscheinend nicht der Fall. So, Alexander, alles andere, was hier auf den Gletscher ist, interessiert mich nicht mehr. Unwichtig. So, wer kann denn Alexander gut ausrüsten? Du hast Leviathan und Bahamut. Die bleiben auf jeden Fall. Du hast Ramu, Odin und Kuyata. Mal gucken, wen Sid hat. Titan, Ifrit, Shiva. Ja. Eigentlich müsste Cloud einen bekommen, weil der nur zwei hat. Das heißt, wir müssen irgendwas Unnützes entfernen. Zauber plus. Zerstörung können wir wegmachen. So, Alexander. Den tun wir mal. So, jetzt können wir die Zufallskämpfe wieder anschalten. Jetzt bin ich nicht davon genervt mehr. Weil jetzt können wir. Ja. Wie viele Sekunden ist es her, dass ich es ausgemacht habe? Naja. Können wir uns den geilen Alexander aber mal angucken? Mit dem das jüngste Gericht. Alexander ist halt ein riesen Esper. Ein Schloss, wenn man so will. Ja, das haut auch ordentlich rein. Kostet natürlich dementsprechend MP. Cloud hat drei dicke Aufrufe eigentlich. Die letzten. Das muss ich vielleicht ein bisschen besser verteilen. Cloud hat alle drei Esper, die ich zum Schluss bekommen habe, oder? Das heißt, er hat die drei stärksten. Das müssen wir ein bisschen besser aufteilen, denke ich. Ja, Vincent hat mit Odin und Kujata auch zwei starke. Aber Sid hat. Halt Titan, Ifrit, Shiva, das sind. Das müssen wir ein bisschen ändern. Verhasst du mich hier ganz schön gerade? So, ich denke, wir machen das so. Bahamut ist der stärkste. Den kriegt. Das ist doch gar nicht so gut. Er gibt mein Leviathan ab. Weil Bahamut, den werde ich im Bosskämpfen etwas häufiger rufen. Und Sid ist ja der Healer, also der benutzt nicht so häufig. Esper. Weil der die MP halt hochhalten muss. So. Dann können wir zu unserer Eisbude zurück. Und den Plot weiterverfolgen. Ich hoffe, ich finde den Rückweg. Spätestens, wenn ich wieder zusammenbreche, sind wir da. Ich versuche mal, auf normalem Weg dahin zu kommen. Ich muss einfach nur geradeaus gehen, ne? Ich bin ja letztes Mal noch Süden gegangen.
Das ist nicht so komische Höhle wieder. Ich hoffe, ich finde die Höhle. Oh, zwei von den Viechern. Die halten doch so viel aus. So muss das laufen. Schön mit Kritz weghauen. Vielleicht wäre es auch cleverer, Cloud den Gegenangriff zu geben, weil Cloud halt der Charakter mit dem meisten Damage-Output ist. Naja. Noch klappt es, ja. Extra MP für Vincent. So. Jetzt hoffe ich, lande ich bei meinem schönen Gartenhaus. Oder Schneehaus. Gartenhaus ist die falsche Bezeichnung. Ja, könnte richtig sein. Ich hoffe es. Ja, das sieht, glaube ich, nicht verkehrt aus. Hoffe ich. So, Cloud. Vernichte die einfach mit deinem Meteorregen. Das ist ein Level 3 Angriff. Das können die nicht tanken. Ja, bam. Und tschüss. Sid braucht genau noch einen Erfahrungspunkt damit halt. So. Ich bin vielleicht doch nicht richtig. Es ist sehr, sehr ärgerlich, dieser Gletscherabschnitt. Vor allem für Menschen wie mich, die überhaupt keinen Orientierungssinn haben. Ein bisschen kannst du dich halt an den Sachen hier orientieren. Aber die haben halt paar Passagen gleich gebaut, weil sie faul waren. Oder um den Spieler zu verwirren halt, man weiß es nicht. Und dann kann man sich schon mal verlaufen. Ach so. Ich glaube, ich bin richtig. Nein, bin ich nicht. Ich bin hier unten links. Wo ist die Fakatenhütte? Oh, hier liegt noch was. Alter, diese Zufallskämpfe! Das triggert am meisten. Ja, Leute, ich sag mal, wir sammeln das, was da auf dem Boden liegt, noch ein. Und dann beenden wir den Part. Dann werde ich hier so lange weiterlaufen, bis ich wieder umkippe. Und dann sind wir bei der Gartenhütte dann im nächsten Part. Von dort aus ist es dann einfacher. Weil ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich da wieder hinkommen soll. Ein Elixier. So, wir machen mal Zufallskämpfe gerade auf, weil die gehen mir gerade ein bisschen auf den Sack. Dann komme ich hier oben hin.
Scrum sagt mir, dass ich richtig bin. Wieder so ein fucking Schneefeld. Komm, wir machen mal dreifache Geschwindigkeit. Wir kippen um! Perfekt! Ja gut, Leute. Dann würde ich mal sagen, ich hoffe, euch hat der Part Spaß gemacht. Wir haben zwar nur, in Anführungsstrichen, Esper Alexander gefunden, aber dann geht's im nächsten Part mit dem Plot weiter. Bis dahin und ciao!